Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem heutigen Thema. Wir basteln uns eine Voodoo-Puppe. Ich mache das hier in Form eines Strickmännchens, habe nach dem altbekannten Muster, wie auch schon bei meinen anderen Tutorials dazu, wieder 28 Maschen aufgenommen. Man beginnt immer mit den Füßen, dann strickt man gerade 5 Reihen hoch, das waren jetzt glaube ich 6 sogar für die Stiefel. Danach folgen etwa 22 Reihen in einer, ja, etwas nicht so schönen Farbe, so ein altbackenes Himbeerrosa. Und dann kommt noch etwas Gesichtsfarbe obendran, circa 7 Reihen. Und wobei dann schon an beiden Enden jeweils 2 Maschen zusammengestrickt werden, sodass eine Rundung entsteht. Dann schließt sich der Kopf. Jetzt werde ich erst einmal die Fäden vernähen. Wenn man Frust abbauen möchte, sei es, weil man sich über seinen Chef oder einen Freund oder wen auch immer geärgert hat, geht das wunderbar mit einer Voodoo-Puppe. Ich habe jetzt erstmal die Fäden vernäht, das geht am besten mit einer Häkelnadel und werde jetzt die Voodoo-Puppe auf links drehen und dann die langen Enden zusammennähen. Gesagt, getan. Die Rückseite ist jetzt geschlossen und dazu habe ich noch um den Kopf herum mit einem Faden einmal drumherum gestickt, damit ich den Kopf abbinden kann. Da kommt jetzt Watte rein. Jetzt werden links und rechts wieder die Arme etwas abgenäht und zwar hier so etwas unterhalb der Schultern, ein kleines Stück gerade runter bis etwa zur Mitte, ebenso auf der anderen Seite. Dann werden die Arme ausgestopft, dann sieht es aus, als ob er die in die Tasche steckt. So, die Arme sind gefüllt. Man macht so kleine Wattelkügelchen und schiebt die am besten mit der Rückseite einer Häkelnadel rechts und links in die kleinen Röhrchen rein, die sich jetzt durch die Nähte gebildet haben. Jetzt wird der Bauch gefüllt, etwa bis hier. Und dann erfolgt hier noch eine Naht für die Beine. Fertig. Leider musste ich etwas hier im mittleren Bereich flickschustern. Da war ein wichtiger Faden gerissen, aber ich denke mal, wenn ich die Puppe gleich verziere, sieht man es nicht mehr unbedingt. Jetzt geht's ans Verzieren, wie gesagt. Okay. Fertig ist der Gute und auch schon reichlich gespickt mit Nadeln. Ich habe ihn noch etwas verziert, er hat so gekreuzte Augen. Ihm hängt die Zunge aus dem Hals, er hängt an einem Strick, damit kann man ihn auch im Auto an den Spiegel binden. Und er ist auch schon ganz gut gespickt mit so einigen Stecknadeln. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, was man machen könnte. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen oder vielleicht sogar ein Abo, weil es werden sicherlich noch einige Strickmännchen folgen. Viel Spaß, tschüss!